Ja, heute Nachmittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Toyota-Fahrer befuhr die Nienburger Straße und wollte auf die B214 auffahren. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die 214 aus Richtung Nienburg kommend und sah den Toyota-Fahrer auf die B214 auffahren, konnte ihm jedoch nicht mehr ausweichen. In der Folge kam es zu einer Kollision, wobei der Toyota-Fahrer eingeklemmt wurde. Die herbeigerufenen Rettungswagen oder Rettungskräfte haben noch versucht, den lebensgefährlich verletzten Mann zu reanimieren, was jedoch vor Ort also erfolglos verlief. Der Mercedes-Fahrer ist leicht verletzt. Zur Unfallursache kann bislang noch nichts angegeben werden. Es ist bislang auch noch ungeklärt, ob die tödlichen Verletzungen oder ob der Tod durch den Verkehrsunfall herbeigerufen wurde oder ob ein gesundheitliches Leiden bei dem 87-Jährigen vorlag. Ja, an dieser Stelle ist es in der Vergangenheit häufiger zu Verkehrsunfällen gekommen. Man sieht auch, dass in diesem Bereich lediglich 50 gefahren werden darf, wobei der Rest oder viele Teile der B214 mit 100 km/h befahren werden dürfen.